Tja, und wir sind wieder da. Immer noch online. Es hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Alles alte Zeiten. Schaut in den News nochmal rein. Aber, wie ihr es gleich mitbekommen habt, dachte Philipp sich stolz präsentieren. Und zwar mal seinen Rücken. Vielleicht ein bisschen runter, dann kann man das lesen, genau. Wir haben natürlich im Cha-Cha-Weltrekord mitgemacht und sind natürlich jetzt auch eine Weltrekord-Tanzschule. Also hat geklappt. Wir sind Weltrekordhalter. Sind wir natürlich ein bisschen stolz drauf, deswegen so mal ein anderes Thema am Anfang von solchen unseren Videos. So, jetzt geht's zum Thema Jive. Wie immer, ihr dürft zuschauen, was wir jetzt hier so fabrizieren wollen, euch beibringen wollen. Ansonsten erstmal zuschauen, wir tanzen. Ihr seht Expander. Arschwackeln ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Folge, die kleine, ja, Kick-Zick-Zack-Wie-auch-immer-Folge. Wir überlegen uns noch einen schönen Namen dafür. Und zwar, wie ihr gesehen habt, müsst ihr am Anfang gleich auch mal einen Expander-Griff, ja, kannst schon mal kommen, heute gleich, in den Expander-Griff starten. Kennt ihr vielleicht noch, ne? Brustmuskel trainieren, dieses Gerät mit dem Gummiband in der Mitte. Habe ich nie benutzt, aber ich kenne es nur aus Erzählungen. Das hier, ja, das hier ist der Griff, in dem müssen wir starten. Wie kommt ihr rein? Tanzhaltung. Umgreifen, fertig. Macht es nicht so kompliziert, wie es eigentlich ist. Dementsprechend einfach nur das hier. Ansonsten könnt man hier raus grundsätzlich immer einen Grundschritt tanzen. So lang, wie er möchte. Und irgendwann nach Wiege muss jetzt das Startsignal kommen. Ihr klappt den Partner auf, dass ihr beide einen Vorwärtsschritt machen müsst. Ihr seht es hier, ich mache quasi die Bewegung so ein bisschen, dass die Dame aufklappen muss. Normalerweise kommt sowas nicht. Weil dann kann ich auch, wie gesagt, endlos hier Grundschritt tanzen. Wenn ich nichts führe, kommt auch nichts. Außer nach Wiege, bam, kommt dieser eine Schritt, der geht so ganz leicht vorwärts. Und dann kommt der Start der Figur. Wir kicken in dem Sinne. Das heißt immer Kick und Kick und Kick und Kick. Na, von der Fall betrachtet eigentlich quasi, ich mache hier als her Wiege, Schritt. Jetzt kommt immer nur eine andere, eine, andere, ich denke, die Dame macht genau gegengleich, kann man auch gleich zeigen aus der Perspektive. Wie gesagt, war jetzt hier, Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick und so weiter und so fort. Das bleibt quasi, das ist so diese Zwischensequenz. Kann man endlos machen, braucht er nicht, dementsprechend reichen. Wiege, Schritt, 1, 2, 3 quasi. Und dann, wenn es hier wieder rüber geht, stellt ihr euch drauf und dann kommt das, der zweite Teil von der neuen Figur quasi. Das heißt, wir hätten jetzt bis hierhin quasi Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Jetzt kommt der Schritt, ja, Schritt. Ich führe aber die Dame jetzt hier quasi weiter in die Richtung, dass wir hier einen Vorwärtsschritt machen müssen. Ganz wichtig also von der Führung, auch mal von der Seite noch betrachten, dass ihr seht, würde ich das als Endlosschleife machen würde wollen, dann mache ich nichts, also ich bleibe beim gleichen Muster. Auf einmal merkt ihr, da geht es dann weiter, da ziehe ich die Dame quasi mit in meine Richtung, dass wir dementsprechend die Folge auch weiter spinnen können quasi in dem Sinne. Das heißt, wir haben Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick drauf. Da nehme ich sie mit. Jetzt kommt ein Vor, ein Seit und ein Rück. Einfach nur merken, vor, Zeit, rück. Auch mal von der anderen Perspektive, die haben wir gesehen, ne? Sag mal, auch mal darum sieht, wie man dann vor oder rück machen. Heißt, wir haben Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Ja? Erster Part. Jetzt kommt Schritt, vor, Seit ist mit meinem Partner, rück. Es fühlt sich an wie so ein Hinterkreuzen, weil ganz rückwärts können wir nicht so sein. Das geht halt nicht wegen den Armen. Deswegen stehen wir hier so ganz leicht im Kreuz quasi unten drin. Das ist bis hierhin.
Jetzt fehlt nur noch ein bisschen was. Und zwar, wir stehen ja beide auf dem hinteren Fuß drauf. Das heißt, mein rechter, ihr linker Fuß ist frei. Den dürfen wir jetzt einmal auf die andere Seite nehmen. Hier rein. Das hier. Wer es tatsächlich schon mal gehört hat, sieht so ein bisschen aus wie eine Ronde. Kann man ja mal so am Rande erwähnen. Dementsprechend, ja, heißt so ein kleines Kreischen darf man ziehen. Aber ihr habt garantiert nicht so viel Zeit. Deswegen nicht so sagen, das kenne ich irgendwo, dürfe ich jetzt? Nein. Das heißt, wenn ich jetzt hätte ich durchzählen würde mit der ganzen Ding hier, hätte ich immer Wiege, bam, 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 bam. Man sieht keinen Rhythmus, was sich irgendwie ändert. Es bleibt immer beim gleichen Rhythmus. Also auch diese Ronde ist nicht so auslebend, sondern wirklich so zack. Bisschen was fehlt noch. Jetzt drehen wir die Perspektive. Dann sieht man nämlich das Ende wieder besser. Das heißt, wir haben Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, vor, zack, und, bam. Jetzt sind wir beide, rechter Fuß, linker Fuß, auf den angekommen. Einen Schritt noch nach vorne, weil sonst wird man umfallen, wie so als Gegenreaktion. Und jetzt kommt quasi im inneren Fuß, Seit, Schluss, Seit. Und dementsprechend ist es ja ein Vorschluss vor. Bis hierhin geht die jetzige Folge auch. Die machen wir noch ein bisschen weiter in der kommenden Woche, aber bis hierhin würden wir quasi die Folge machen, was wir jetzt hätten. Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, vor, Seit, Rück, Kreuz, zack, bam, bam, bam. Bis hierhin. Jetzt kommt das Ende. Jetzt kommen einfach nur noch zwei Chassis. Spart euch aus der Position den Wiege, Grundschritt mit der Wiege, das macht keinen Sinn. Deswegen kommt jetzt Chassis 1, Chassis 2. Das Einfachste ist natürlich einfach in der Position Chassis 1, Chassis 2. Wie man es halt kennt, Grundschritt nur aus Expander Griff. Kann man machen. Ich würde empfehlen, tatsächlich aus der Position macht es den Darmsolo. Weil wenn ihr schon offen nah seid, kann ich auch sagen, Chassis 1, Chassis 2. Dass ihr damit dementsprechend schon gleich unten durchdreht. Mal aus der anderen Perspektive gezeigt. Wir haben also hier Wiege, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, drauf, vor, Seit, Rück und zack, inner Fuß, jetzt Arm geht hoch, Seit, Schluss, Seit. Das hier. Man wäre nämlich mit der Folge fertig, ihr seid in Flirtposition angekommen, ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Darm so rücken, blablabla, Hand- und Handwechsel, ihr kennt ja alles mögliche an Varianten. Das wäre jetzt Folge Teil Nummer 1. Folge Teil Nummer 2 kommt in der Woche drauf. Ansonsten würde ich erstmal sagen, ne, wir sehen uns alle hoffentlich wieder im Online-Unterricht. Weil das alles immer viel zu schnell geht in Videos, es ist dafür da, um euch einen Eindruck zu haschen. Was machen wir tatsächlich? Wer es ausführlich haben möchte, kommt zu uns im Unterricht. Das ist alles gar kein Problem. Ansonsten viel Spaß beim Erlernen.